Hoffen wir, der Stream funktioniert. Freunde. Aus der eigenen Tasche bezahlen. Und geht los. Aus der eigenen Tasche 100 Euro. Wenn ich sagen, jetzt noch gleich meinen Kanal am Start habe. Ich brauche meine Medikamente. Und ja, die brauche ich auch. Ja, so. Die brauche ich auch. Test. Test. Test funktioniert. Das ist amazing. Test funktioniert. Das ist amazing. So, jetzt wird läuft. Sehr, sehr fein. So, heute. Achso, Maculanium 7, der beste Streamer aus Berlin. Magic, Mystery, Awesomeness. Diesmal ganz kurz im Just-Chatting-Bereich, bis ich wieder dann nachher auf Call of Duty umschalte. Aber ich werde hier kurz den Stream benutzen, um ein Paket zu zeigen, was ich heute bekommen habe. Dann werde ich in Ruhe eine Müllermilch genießen und dann werde ich mir noch den Landliebe Grießpudding reinballern. Erst danach gibt's Call of Duty. Aber zuerst muss ich mich bedanken, Diggi. Muss ich mich bedanken. So, zuerst ist heute eine geile Kiste angekommen, ja. Ich habe schon jetzt gerade abgemacht, ne, die Adresse logischerweise. So. Und ungelogen, keine Ahnung, ob ich einen am Sender hatte, ich weiß es nicht, aber ich habe 3 Minuten gebraucht, bis ich wusste, wie ich den Kasten aufbekomme. Ja, ne? Es ist nicht Standard, dass der so seitlich aufslidet. Es ist so, ja, es ist einfach so. So, es ist so nice, vor allen Dingen, wenn man den Kasten so aufmacht, ja, das ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich richtig überrascht. Ey, das wurde wirklich mit Liebe gemacht, ja. Also ich habe wirklich die ganze Zeit nur gestaunt, ja. Ich habe es vorsichtig so geöffnet, ja. Und da sieht man schon diese richtig schönen Sternchen, Alter, wie niedlich die gezeichnet worden sind. Und dann schau dir das an, Digga. Schau dir bitte das an, wie geil das gemacht worden ist, ja? Frohe Weihnachten, Maculanium 7 Macron. Magic. Mystery. Awesomeness. Auch noch korrekt hingeschrieben, so wie ich es wirklich auch immer ausspreche, ja? Wirklich Magic. Mystery. Awesomeness. Da hat sich jemand richtig Mühe gegeben, ja? Wir haben hier noch ein paar Bäumchen am Start, halt die Flocken, ne? Maculanium auch. Guckt euch das bitte an. In den perfekten Farben, ja. Wir haben dieses schöne Mac 7 Blau mit dem Schwarz. Ist das awesome? Ist das awesome? Eigentlich ist es Blau, Schwarz, Blau, aber wir haben jetzt schwarze Buchstaben mit blauer Umrandung. It's amazing. I love it. Thank you. Das ist wirklich, also passende Farbe. Eine passende Farbe ist am Start, ja. Das ist absolut genial, Digga. Absolut genial. Guckt euch das nochmal an. Ja, mein Name auch noch. Macron und so. Ey, das ist perfekt. Es ist perfekt. So, also den Kasten, den muss ich mir dann irgendwo hinstellen, weil es ist einfach nur nice. Ja, dazu noch diese selbst gezeichnete kleine Pinguin. Ich dachte zuerst, das ist ein Weihnachtsmann, aber es ist ein Weihnachtspinguin. Ein Weihnachtspinguin, ja. Guck doch bitte mal, wie der niedlich ist, ja. Auch hinten steht Frohe Weihnachten und der Name. Ah ja, es ist echt absolut niedlich, ja. Dann Stifte und ob es glaubt oder nicht, ich hatte die ganze Zeit keine Stifte, ich musste schon einen Bleistift benutzen, so einen uralten aus der Schule, weil ich habe noch alle meine Schulsachen tatsächlich. Und aber hatte keine Kugelschreiber mehr, gar nichts mehr und da sind die Stifte wirklich nützlich, Digga. Ist ja so eine Spezialflüssigkeit. Also ich habe schon versucht, ob die schreiben und die schreiben super cremig, Alter. Also viel besser als ein Kugelschreiber. Muss ich ganz ehrlich sagen, absolut nice.
So, dann habe ich auch noch ein kleines Glücksschweinchen bekommen. Ja, absolut niedlich, das Glücksschweinchen. Und sogar da wurde ganz niedlich mit einem Stiftchen draufgeschrieben. Ja, viel Glück für das neue Jahr 23 und sogar ein kleines Glücksklee draufgezeichnet. Ganz ehrlich, der Kuschelfreund, Alter, mit dem kleinen putzigen Schwänzchen, das ist doch wirklich awesome. Das ist awesome. Wollen wir mal hoffen, dass er Glück bringt, nicht wahr? Absolut süß, absolut süß. Und dazu decke ich jetzt ab. Da stehen nämlich die Namen und so. Nochmal danke, 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 danke für die Unterhaltung beim Wandern, ja. Da habe ich mir zuerst gedacht, was ist denn das? Ja, da habe ich mir gedacht, hä? Und dann habe ich den Zettel vorsichtig aufgeklappt und habe dann gesehen, das sind Bluetooth-Speaker, ja. Da habe ich mich denn gewundert, Bluetooth-Speaker, das ist ja awesome. Die gibt's in der Größe? Da war ich total erstaunt, ja. Ich kenne zwar Xiaomi, Mi und so weiter, die Firma, aber mir war tatsächlich nicht bekannt, dass die so eine kleinen Boxen haben, ja. Und dann habe ich mir gedacht, musste logischerweise ausprobieren. Und ich habe sie auch wirklich ausprobiert. Da gibt es eine kleine Anleitung. Dann sieht man das hier. Kann man das sehen? Da sieht man dieses Mi halt von der Firma da. Ihr wisst, was ich meine. Ich halte es genau falsch rum rein. Awesome. So. Sieht optisch ganz nice aus. Man könnte denken, wenn man keine Ahnung hat, das ist ein Apple-Gerät. Das ist wirklich gut, ne? Schön neutral und so. Hier ist noch so eine kleine Mulde. Keine Ahnung, vielleicht ist da sogar ein eingebautes Mikrofon drin. Weiß ich nicht. Das ist wirklich ein Bluetooth-Speaker und so. Und was mich erstaunt hat, ja, so muss ich mal kurz anmachen. Power on. Power on, Digga. Connected. Ist connected. Ich habe das nämlich direkt verbunden und so. Also ich weiß nicht, ob das rüberkommt. Geht los. Haltet euch an den Händen, Freunde. Macklanium 7 Magic Mystery Awesomeness gibt's nur hier. It's time. Oh, ich fange schon an zu schwitzen. Puh, es ist geil. Also, wir sehen also, wir haben die Box. Das war halt, wo ich überrascht war, ja. Ob ihr es glaubt oder nicht. Nicht nur, dass Xiaomi so eine kleine Dinger macht, so eine Mi-Dinger, nein. Da ist Bass drin. In dieser kleinen Box kommt Bass raus. Das ist was, wo ich nicht im geringsten. Ich habe gedacht, der Ton ist blechernd, da kommt mir irgendwas. Ist ja klar, ne? Eigentlich, ne? Aber da kommt Bass raus, Junge. Das ist der Bass am Stizzle. Absolut top. Absolut top. Und die ist auch laut. Die ist laut. Ich bin nur immer geflasht. Ich bin so geflasht. Dann habe ich noch dieses Band am Start. Das macht man irgendwie daran. Ich habe keine Ahnung, wie man da dran macht. Da muss es irgendwie einen Trick geben. Ich glaube, ich muss tatsächlich die Gebrauchsanweisung lesen, um das irgendwo reinstecken zu können. Ich habe keine Ahnung, wo ich das reinstecke. Aber dann hat man die wahrscheinlich. Oh, guck mal, da ist sogar ein Lichtchen dran, Alter. Also eigentlich leuchtet das Lichtchen blau. Habe ich gerade gesehen, dass das blau leuchtet. Das bedeutet wahrscheinlich, dass da Ton reinkommt oder rauskommt. Jetzt leuchtet es nicht mehr blau. Jetzt leuchtet es wieder blau. Ab und zu leuchtet es blau, ab und zu nicht. Bedeutet wahrscheinlich, oha, ich bin verbunden. Amazing. Ich weiß nicht, wie ich die Schlaufe ranbekomme. Wie gesagt, dafür muss ich die Gebrauchsanweisung lesen, denn, weil ich bin selber gespannt, wie ich die da rankomme. Ja, und dann würde die wahrscheinlich so,
dann würde es dann baumeln bei mir halt, ne? Geil, Alter. Kannst du quasi denn so am Handgelenk haben und dann so durch die City laufen. Es ist awesome, ja? Es ist awesome. Dazu noch eine Kiste mit... das sind ja 5 Säckchen sogar gewesen. 5 Säckchen, Alter. Was ist denn da los, Digga? Da steht eine 7 drauf. Warum steht da eine 7 drauf? M-A-K... Mac 7 wahrscheinlich. Man kann die Dinger anscheinend nebeneinander legen und dann kommt Mac 7 raus, wenn ich mich nicht irre. Bin ich mir mal nicht zu 100% sicher. Das sind die Macronen und ich weiß, wer es gemacht hat. Dankeschön. Ja. Das sind natürlich wieder die besten Macronen der Welt und selbstverständlich werden sie professionell weggemümpfelt werden. Das ist ganz klar. Ich werde jetzt natürlich kurz eine Runde mumpfeln gehen. Ja, und nochmal ganz großes Danke an diese schöne Kiste. Das ist echt die geilste Kiste, die beste Kiste, die ich je geschenkt bekommen habe. Weil einfach, wir haben Macron am Start. Wir haben was Selbstgebasteltes am Start. Wir haben sogar eine Bassbox am Start, eine kleine, Alter. Geil. Man muss wirklich sagen, absolut geil. Also, wenn ich jetzt noch die Macron-Packung aufbekomme, dann wäre das wirklich sehr schön. Das kann doch nicht wahr sein. Wer hat die denn bitte so ordentlich zugemacht? Du siehst nicht, wo die zugemacht ist, als ob dafür ein Gerät verwendet worden ist. Ich hab's geschafft, ich hab den Anfang gefunden. Oh Baby, nicht mit mir. So, auch wieder da machen wir den goldenen Dingsel beiseite. Uiuiui, uiuiui. Ui, ui. Und gehen wir gleich mal schauen. Wir öffnen die 7, Diggi, die 7. Und werden uns jetzt den dicksten Hoshi reinmachen. Uiuiui, ui, ui. Oh, das ist ein dicker Riesenhoshi. Uiuiui. Ui, ui. Ich weiß, das waren mehrere. Man hat sie in die Tüte gemacht und sie sind dann zusammengekommen, aber... Da war sehr viel. Und die schmecken sehr gut. Die schmecken wirklich sehr, sehr gut. Moin Mimon. Wir sind hier bei Macronium 7 Magic Mystery Awesomeness. Bestes Stream aus Berlin. Mit der besten Geschenkkiste ever. Awesome. Na Junge, das ist rechte freie Musik von Dingens hier. Das liegt daran, weil wenn hier Musik drin wäre, die so Lizenzen hat, dann kriege ich schneller einen Strike. Als du die Hose runterziehen kannst. Es ist so. Mmh. Wahnsinn. Wahnsinn. Mit einem Klick kann man stumm machen sogar. Dann stoppt der Player. Das ist ja auch geil.
zwei Funktionen im einen. Absolut top, Digga. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals so eine schöne Kiste geschenkt bekomme, ja. Und dass sich da jemand so viel Mühe macht. Und Maculanium in der passenden Farbe schreibt, mit allem drum und dran, ja. Weil in meinem Logo ist es tatsächlich so, dass die 7 eigentlich unter Maculanium ist, obwohl Maculanium 7 zusammengehört, aber im Logo ist es tatsächlich so, dass die 7 da drunter ist oder da drüber, je nachdem. Magic, Mystery, Awesomeness. Also ich denke, es gibt viele, viele Leute, die streamen. Aber nur die wenigsten bekommen wirklich so eine wunderschöne Kiste. Handgemalt, wo die ganze Familie da Hand angelegt hat. Und es ist wirklich einfach nur super geil. Ne? Sogar das Schweinchen hat genickt und hat gesagt, it's amazing, bro. Best package ever. Also, top. Ich habe auch meinem Kollegen gesagt, das wird wirklich hier irgendwo hingestellt als Andenken, weil das ist echt geilste Paket, wirklich. Was ich je bekommen habe in den ganzen Jahren, seitdem ich existiere, noch nie so ein geiles Paket geschenkt bekommen. Wer es übrigens noch mal in Ruhe sehen will, es gibt ein Bild davon, wo ich das ebenfalls in Twitter hochgeladen habe. Und da kann man sich das sogar noch mal in Vollbild anschauen und sich ganz groß machen. Und das ist wirklich absolut toll. Hatte ich vor 2 Stunden gepostet. Und ist wirklich einfach geil, Alter. Einfach geil. Mimon ist ein bisschen negativ drauf. Vielleicht einen schlechten Tag gehabt. Naja, schade. So. Jetzt trinke ich noch mein Zimt. Esse hier noch den Dingens hier. Und danach werde ich mit Call of Duty anfangen. Dann fängt der reguläre Stream an. Dann wird das Just Chatting hier beendet. Das wird dann als Highlight auch festgesetzt. Weil ganz ehrlich, das ist ein Highlight, Alter. Nein, es ist der landliebe Grießpudding. Auch da sage ich Dankeschön. Hat mir vorhin mein bester Freund geschenkt. Mit dieser schönen Müllermilch, die eigentlich grün ist. Mit irgendeine grüne Nuss ist da drin. Aber die ist awesome. Vertraut mir, ich weiß, dass die Nuss awesome ist. Ich trinke das schon seit Jahren. Müller, Landliebe. Wenn ihr einen Job für mich habt, exakt Pistazie ist das, danke Mimon. Müller, wenn ihr ein Jobangebot habt, ja, ich bin am Start, ne? Bin gut in Werbung. Pimpt mein Stream. Wir brauchen Reichweite, bevor die Werbung zündet. Es ist so. Ja, es ist so. Ich hoffe, bald werde ich für ein Game werben. Und da kommt er mir rein, die esse ich auch, scharfe Erdnüsse. Salzige Erdnüsse, aber ich bevorzuge scharfe, weil ich denke, scharf essen ist auch gesünder. Man darf nicht sowieso zu viele Nüsse essen, man darf immer nur eine Handvoll Nüsse essen. Wenn du mehr isst, hast du erstens zu viele Kalorien drauf und dann kann es auch sein, dass sie schädigend für den Körper allgemein wirken. Ich kann dir jetzt die genauen Prozesse nicht erklären, aber wie mit allem im Leben, du darfst es tatsächlich mit nichts übertreiben. Ansonsten zahlst du dafür die Zeche denn später und dann ist es zu spät. Ich esse scharf, bis du einmal bei mir gegessen hast. Das bedeutet, Mimon scheint extrem scharf zu essen, sodass bei mir wahrscheinlich die Kehle brennt.
Also ich sag mal so, wenn ich einen normalen scharfen Döner esse, dann ist der so scharf, dass ich ja nichts mehr schmecke. Weil es wird so gereizt im Mund, dass das so scharf ist, dass ich nichts mehr spüre. Und das ist echt überhaupt nicht gut, Alter. Curry-Banane, boah, was ist denn das für eine Mischung? Ist doch nicht dein Ernst, Alter. Du kannst doch nicht Curry-Banane mit Chili und Japan, das passt doch gar nicht zusammen. Curry und Chili, Digga, das ist doch nicht dein Ernst. Niemand macht sowas. Das erzählst du jetzt nur so, um hier einen auf den Dicken zu machen. Du kannst sowas nicht mischen. Du steckst doch auch die Banane nicht ins Nougat, Digga. Das macht man nicht, außer, naja, gut, schwanger, aber das gilt nicht. Das ist Ausnahmezustand, wenn man schwanger ist. Ihr wisst, die Hormone und so. Es ist so. Normale Menschen tun das nicht. Mm-mm. Das weiß ich aber genau. Ach so, du meinst zum Abschmecken und zum... Naja. Ich würde eher sagen, es ist für Leute gut, die Verstopfung haben. Das fasse ich nicht an, der. Wenn du Monte so eine Mischung geben würdest, der hat ja eh schon Blähung, wie ich bemerkt habe, und ist stolz drauf. Wenn du dem da zu essen geben würdest, der bräuchte kein Auto mehr, Junge. Der würde easy auf Tempo 300 kommen, Alter, stellt sich auf die Straße, lässt einen fahren und hat den Eigenantrieb. Bio, Digga. Es ist so. Kein normaler Mensch hat so eine Mischung, das geht nicht. Mm-mm. Digga, ich warte die ganze Zeit, dass hier ein Kakao kommt oder eine Puddingmischung. Und jetzt sehe ich gerade, das ist ein Grießpudding. Ich habe gedacht, das ist Reis oder und mit Pudding unten drunter. Jetzt merke ich die ganze Zeit, dass das Grieß ist. Da steht zwar Pudding, aber eigentlich ist da gar kein Pudding. Das ist alles Grieß. Hm. Aber schmeckt super. Das ist ein Rezept einer indischen Nonne, das meine Großmutter bekommen hat, Digga. Ich habe mich gerade gesehen, als ich so geguckt habe. Das sieht ja aus wie, boah, Digga. Der ist ja groß. So. Hab meine Statistik angeguckt. Also Konsole ist auf Platz Nummer 1 an Zuschauern. Hat erklärt die Inaktivität im Chat. Normalerweise auch nicht eingeloggt auf der Konsole, aber dieser Trainwreck oder wie der heißt, ich weiß nicht, so ein Dattelmann, der hat mal gesagt, so mit Viewern und so weiter, wie das da aussieht, und der geht davon aus, dass die meisten Leute Fake-Viewer haben. Weil er geht davon aus, dass alle die, die nicht im eingeloggten Zustand gucken, dass die halt fake sind. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, der Junge scheint was vergessen zu haben. Und zwar Twitch hat vor irgendein paar Monaten etwas umgestellt. Und zwar, man wird jede 30 Tage aus allen Accounts geschmissen. So, und wenn man jetzt seine Einlogdaten nicht im Browser und Co. gespeichert hat oder sich mit einem anderen Gerät jetzt die Twitch-App lädt, auf dem Fernseher, auf eine Konsole oder wo auch immer, und dann ist da normalerweise kein automatischer Login drin. Und wenn man selber nicht aktiv ist, sondern zuschaut, der Passive ist quasi bei Streams. Das ist bei vielen so. Ich habe ja auch geguckt, bei ganz, ganz vielen, wenn der Stream auch ganz voll ist, da sind tausendmal mehr Chatter auch in der Liste, als die überhaupt, die gerade den aktiv den Chat benutzen. Da ist so gut wie keiner da. Und ich sag ganz ehrlich, gerade wegen dem, damals konntest du eingeloggt sein und wurdest niemals ausgeloggt. Und jetzt ist es aber so, dass, wie gesagt, jede 30 Tage wirst du ausgeloggt aus sämtlichen Geräten. Das bedeutet aus PlayStation, Xbox, aus der Switch sowieso und aus Smartphone und Tablet, ja. Und ich bin dann meistens im logischerweise nicht eingeloggten Zustand und schaue dann ebenfalls zum Beispiel Monte
Valorant und Co. Und muss wirklich sagen, dass da mache ich mir doch nicht extra jetzt die Mühe und gucke, wo ich irgendwo mein Passwort vielleicht stehen habe, um mich denn einzuloggen, um den Stream zu schauen, weil es bringt mir ja nichts. Weil wenn ich nicht vorhabe zu chatten, dann bringt mir das ja nichts, mich einzuloggen. Ich habe ja nichts davon, ja. Ob ich mich jetzt einlogge oder nicht. Die Werbung ist 1:1 sowieso da. Die wird nicht weniger, es sei denn, ich habe diese Batterie im Spezialabonnement, was ich mir gar nicht leisten kann. Weil ich habe ja Prime, das reicht schon. Und das ist einfach so. Ja, Dinger, ich glaube nicht, dass wenn du in einer Platte lebst, du überhaupt einen Tresor hast, wo irgendwas Wertvolles ist, geschweige denn, keine Ahnung. Ja, aber du machst ja allgemein halt keine Mühe, dir das zu merken, ne? Und vor allen Dingen, warum soll ich mich denn bitte in Twitch einloggen, wenn ich jemanden zuschauen will, wo ich gar kein Interesse habe zu chatten? Vor allen Dingen, ich gucke auch oft ausländischen Leuten zu. Ich kann die Sprache nicht nativ. Das heißt, ich kann gewissen Smalltalk auf Englisch machen, aber ich kann nicht Englisch schreiben. Ich kann höchstens schreiben, I love you. Selbst bei Awesome wüsste ich zum Beispiel nicht, wie ich das Wort schreibe. Ich weiß, was es bedeutet. Ich kann es super aussprechen. Awesome. Magic Mystery. Aber ich selber kann die Worte nicht auswendig schreiben. Ja? Ich schreibe meinen Chat, wie würde ich Awesome schreiben? Lol. Ein Buchstabe ist nur falsch. Echt? Ist das wirklich korrekt, so wie du gerade schreibst, Mimon? A-W-E-S-O-M-E. Ich habe A-W-S-O-M-E. Was? Manchmal. Magic weiß ich mit C. Das kenne ich von meinem Videoschnittprogramm. Was ist... Magic Mystery, genau. Mystery. Ich glaube, ich habe sogar richtig geschrieben, wa? Ha! Awesome. Ja, aber ich kann keine Sätze schreiben, ja? Ich habe letztes Mal in so einem Erotikspiel gezockt und da kam halt so Erotik-Chat auch, wurde da gemacht und so weiter. Und dann musste ich ständig Google Translate verwenden und das dann da rein kopieren. Das ging auch nur am PC, es wäre viel zu umständlich gewesen am Handy. Man hat sich dann gegenseitig angeheizt und Spaß gehabt, wobei ich tatsächlich nichts Körperliches getan habe, weil ich ehrlich gesagt gar keine Lust hatte. Ich wollte einfach nur sowas spielen und virtuell mal hier nette Leute kennenlernen, aber hatte keinen Bock. Ich habe hier drei Hosen an, ja. Ich habe eine Unterhose an, habe ich eine lange Unterhose an und da drüber meine Hoodie-Hose, ja. Ey, Digga, da werde ich mir doch nicht hier mühsam die ganzen Sachen erstmal wegmachen. Gar keinen Bock drauf gehabt. Ne, manchmal will man einfach nur, manchmal hat man Bock ein... Digga, das ist immer so. Nach ungefähr ungelogen einer halben Stunde oder so oder nach 40 Minuten fängt es denn an, dass immer mehr Bots kommen, von ganz alleine. Hat doch ein Kollege gesagt, vielleicht liegt das am Partnerstatus oder wie das heißt da, dass man dann automatisch einen Pimp bekommt durch wenigstens automatische Leute, damit das läuft oder so, frag mich nicht. Also ich weiß nicht, ob das Mobbing, Werbung oder Leute sind, die einen mögen, die einen versuchen zu pimpen. Vielleicht ist es eine Mischung aus allem, ich habe keine Ahnung. Aber leider hilft's nicht. Es hilft nicht, Freunde. Wenn ihr das macht, wie gesagt, ich sag's immer wieder in jedem Stream, wenn ihr das macht, um mir zu helfen, es hilft leider nicht. Wir brauchen echte, lebendige Leute. Natürlich, ne? Tot wäre nicht so optimal. Wir brauchen wirklich aktive Leute, ja? Aktive Leute, die Sachen fragen, machen und. Vielleicht eine Interaktion sogar gemeinsam in Games, dass man da community-technisch was macht und so. Aber künstliche Sachen bringen leider überhaupt nichts. Siehst du? Wenn jetzt mal mehr. Ist jedes Mal so. Kann nichts tun.
Ich kann mich noch erinnern, als letztes Mal einer am Stream war. Ich weiß gar nicht mehr. Und da meinte er dann, welches Programm benutzt du? Und gesagt, benutze OBS. Und nach der Antwort von, ich benutze OBS, hat er gesagt, du bist doch der größte Faker. Und ich habe das überhaupt nicht begriffen, was der von mir will. Hä? Ich streame wirklich mit OBS. Ich hab gar nicht verstanden, was mit dem los ist. Er meinte dann selbst, ich habe mir das eingebrockt und so. Ja, aber ich habe geguckt bei Monte, bei Tiffy, nee, nicht Tiffy, wie heißt sie? Piffy? Pipsi? Meine Fresse, wie heißt sie denn? Ihr wisst, die blonde Frau. Beefy. So ähnlich wie eine Wurst, wie Beefy. Phoebe heißt sie, genau. Da habe ich in meinem Panel geguckt und da stehen tatsächlich bekannte Streamer drin. Da steht drin, mit wem habe ich Nutzer gemein. Und dann wurden meine ganzen Schmutzbots, die mir hier jemand reingezwiebelt hat, wo ich jeden Tag am Bann bin. Aber die werden wirklich gebannt, die werden nicht getimeoutet, die kriegen alle einen Bann, da kommen immer wieder neue. Und die haben genau diese Nutzer mit mir gemeinsam. Aber bei den Großen merkst du es nicht so richtig, weil die Zahl steigt. Und da sind ja auch genug noch echte Leute dahinter. Und wenn genug echte sind, dann fällt das nicht auf. Hast du aber extrem wenige echte Leute, dann fällt das extrem auf. Aber die sind tatsächlich überall drin. Und normalerweise werden die auch von den anderen Leuten nicht gebannt. Weil die großen Streamer lassen die drin. Weil logischerweise das ja auch echte Leute sein könnten. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn wir uns jetzt zum Beispiel diesen Hypno Zero Live angucken, oder wie der heißt. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich kenne viele Leute, die tatsächlich hier Twitch benutzen und ein Standardbenutzerbild haben und nichts drin stehen haben, weil sie das nur benutzen für Chat, wenn überhaupt, oder zum Zugucken. Und da hat man es ja einfach auch gar nicht nötig, sich da was reinzumachen, ja. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf diesen Hypno Live gehen, dann sehen wir, er hat einen eigenen Text rein, I play video games, also auch eingebaut. Er hat einen normalen Namen, er hat ein Benutzerbild, er hat sogar 4 Follower am Start. Es ist sogar ein Zeitplan am Start, es wurde vor 3 Jahren gestreamt. Ich habe sogar manchmal so ein automatisches Dings drin, wo sogar Leute mit Amazon Prime-Accounts, dass die anscheinend Bots sind. Vielleicht stellen die ihre Prime-Accounts zur Verfügung für irgendeine Firma oder so, ich weiß es nicht. Und dann generieren die damit Geld, weil die ja noch weiterhin aktiv sind und ihre Ressource zur Verfügung stellen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es sind tatsächlich zum Teil richtig lebendige Profile, die zum Teil realistischer aussehen, wie manche Leute, die mit mir aktiv chatten. Das ist krass. Ja, du siehst auch ganz normal aus. Motor Mimon hat eine Pyramide am Start. Digga, du siehst 1:1 aus, Motor Mimon. Der Account sieht genauso aus wie die Bots, die ich immer blocke. 1:1, Digga. Hail Bahamote, Ave Satanas, Novus Ordo Seclorum, Hail NWO, was auch immer das bedeutet. Bestimmt ein Spruch aus irgendeinem Drachengame, so eine Beschwörungsformel. Am Dienstag wurde irgendwas gemacht oder so, da steht irgendwo, Dienstag war Streamtag, irgendwann mal zumindest damals. Und Chat ist nur für Follow am Start, geil. Ja, also es sieht original aus, 1:1, wie ein Bot-Account. Das, was du, mit was du jetzt schreibst, ja.
Und da meinte ein Kollege, ich soll alle Leute blocken, die so aussehen. Da habe ich gesagt, das geht nicht, du kannst das nicht machen. Weil das Problem ist, du weißt ja gar nicht, ob da jemand Echtes dahinter ist, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel in irgendeinem Stream bin, ist auch bei Monte mal am Start gewesen, da, oder bei Trimax oder was weiß ich nicht, da habe ich denn auch manchmal, wenn ich ganz selten am Start war, normalerweise gucke ich Highlights, habe ich denn wirklich immer nur Smileys geschickt, so 4, 5 Begrüßungssmiley in der Hoffnung, dass man mich sieht. Ich meine, du schreibst ja nicht in die Chat, damit es nicht gesehen wird. Es ist einfach so. Ja, ist so. Übrigens, ich habe mal ganz kurz in diese Gefängnisausbruchsendung da reingeguckt von Monte da, wo er als Mitmoderator am Start war. Und wo war ich sehr überrascht. Er war denn in so einem coolen Mantel am Start. Und hat keine Cap getragen. Und so. Und ohne Scheiß. Der sah so dermaßen stylisch und cool aus, dass ich für kurze Zeit wirklich, glaube ich, mit offenem Mund geguckt habe und musste ganz kurz Standbild machen. Als der sah in diesem mantelähnlichen Teil stand, ich glaube, das war ein Mantel, schwarz, ja, hat da irgendwas erklärt. Und ohne Mütze, ey, das war der totale Style. Diese gesamte Kombo sah so dermaßen stylisch aus, dass ich fast Gänsehaut bekommen habe. Das sah wirklich extrem cool aus, respekteinflößend und so. Also, boah, krass, Alter, da ging sich aus wie ein Hochleistungskiffer in jungen Jahren. Auch. Da war ich wirklich sehr überrascht. Bei ihm sieht es tatsächlich besser aus, ohne Cap. Und bei mir, ich kann mir das nicht erlauben. Wenn ich keine Cap trage, dann sehe ich aus wie der Ritter aus der Kokosnuss. Ja? Dabei spielt es keine Rolle, ob ich meine Haare abrasiert habe oder ob ich die lang habe. Morgen Farmboy. Ich sehe wirklich immer aus, Fingertips, als ob ich mir einen durchziehe. Obwohl ich noch nicht mal rauche und trinke allgemein. Ja? Also ich zeig noch mal das beste Geschenk überhaupt, was ich jemals bekommen habe. Man kann man nicht oft genug zeigen, Alter. Maculanium 7. Magic. Mystery. Awesomeness. Einfach geil. Einfach geil, Alter. Ich war noch nie so stolz auf ein Geschenk, ja. Wahnsinn. Und wie gesagt, wenn ich hier fertig bin, räume ich zusammen, mach den Just Chatting Stream aus und starte dann neu mit Call of Duty circa 2 Stunden. Wie, ich war jetzt auch 10 Jahre lang nicht on. Hä? Ich bin jeden Tag am Start. Sag mal, Digi. Was ist da denn los? Aber auf Steam. Auf Twitch und so. Wie viel ist in so einem Becher überhaupt drin? Was habe ich denn da gerade hier mumpfeln? Gramm pure Awesomeness. So. Ich war. Oh, das ist gleich ein. Bun is real, Digga. Zack. So.
Noch immer kommt die Mucke aus dieser mega geilen Minibox. Einfach awesome, Alter. Hammer! Schau mir, Digi. Oh, das ist die Gebrauchsanweisung. Aber die gucke ich mir später an. Muss ich erstmal zusammenpacken. Dann rausbekommen, wo ich, wie gesagt, die Schlaufe reinmache. Keine Ahnung. Glücksschweinchen. Du weißt Bescheid. Gleich Call of Duty. Er wird mir viele Kills bescheren. Bin ich mir ganz sicher. So. Aber der selbstgemalte Pinguin ist genauso geil wie Maculanium und ohne Scheiß. Wir müssen sagen nochmal, ja. Wir müssen es nochmal sagen. Maculanium hat die korrekten Farben, Digga. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Shiny. It's shiny. So eine geile Box. Digga. Ui. Die wird in Ehren gehalten. Definitiv. Das ist so ein Ding, du, das behältst du für immer. Sag euch so, wie es ist. Das behältst du für immer. So, Farmboy und so, hat sonst noch irgendjemand eine Frage? Ansonsten geht's gleich los und dann wird hart geballert. Wenn ihr wisst, es ist wichtig und richtig. Übrigens, Farmboy, was hältst du von Blue Dingens? Neues MMORPG, was demnächst rauskommt, wird von Amazon rauskommt das. Ich geh mal gucken, wo ich es finde, Alter. Habe ich dich überhaupt in Steam drinne? Einfach nach Maculanium gucken. Und dann bin ich am Start. Justiz, ich habe mich übrigens nochmal bedankt extra. Mit allem drum und dran. Und da von Anfang an hier ist dieses spezielle Just Chatting eigentlich für meinen Auspack-Dingens gedacht nochmal. Und das mache ich auch als extra Bonus-Highlight, denn später in meinem Twitch-Fest, dass es für immer am Start ist, denn auch in Twitch. Das ist ja sowieso, Styles ist am Stizzle. naja. Übrigens, bester Sound, Digga. Einfach awesome. Awesome, Digi. Da kommt Bass. Ich kann es nochmal nicht fassen. Es kommt Bass da draus. Bass, Digga. Lustig in dem Lied, Alter. Moment. Oh, Digga, das ist awesome. Es sollte cool darüber kommen, wie es aussieht, aber es hat nicht funktioniert. Der Coolness-Faktor ist in die Hose gerutscht. So. Na, das sieht nur aus durch die Jacke und ich habe ganz viel getrunken.
Ich schwöre, ich habe wirklich davor Tee getrunken, hier jetzt das getrunken, das ist kein Witz. Und wenn du so krumm dastehst, dann sieht es anders aus. Moment, ich versuche mich mal gerade hinzustellen. Es ist wirklich nicht so schlimm, wie es aussieht. Es ist so. Nein, Digga, pass auf. Das sieht nur so aus. Das ist die Weste, Digga. Also es sind verschiedene Schichten, ja? Es sind Schichten am Start. Moment, ich muss das Oberteil ein bisschen hoch machen. Eine Sekunde. Es sieht nicht so schlimm aus, ja? Das sieht aus wie bei Faye im Stream, ja? Das ist alles. Guck dir das an, ja? Es sieht aus, als ob ich Muskeln hab, Digga. Es sieht wirklich gut aus. Es sieht gut aus. Guck dir das an. Das ist kein Witz. Es sieht gut aus. Guck dir das an, Digga. Ja? Wenn du es nicht besser wüsstest, würdest du denken, das ist Faye jetzt, Digga. Das ist Faye. Es ist so, Digga. Es ist so. Es ist so. Es sieht wirklich nicht schlimm aus. Es ist wirklich gerade. Jetzt hole ich Luft. Das gilt nicht. Wenn ich Luft hole, wird es mehr, ne? Aber es ist. Es geht. Es ist wirklich. Es sieht. Guck, von vorne Fitnessstudio. Von vorne ist Fitnessstudio. Aber guck mal, wie die Oberteil so. Das sieht gut aus, ne? Sieht gut aus. You can call me Natalia 21. Niemand ist so hot wie ich. It's time. Magic, Mystery, Awesomeness, Mann! Macronen! Ja, es ist so. Komm mal halt. Die Jacke, die macht dick. Das sind Schichten, Digga. Das sind Schichten, ja? Schichten, Digga, hier. Digga, Fitness. Ja? Nicht übertreiben hier, nicht übertreiben. Eskaliert hier schon wieder. Es eskaliert. Ja? Aber ihr müsst zugeben, es sah von vorne gut aus. Ich bin fast von mir selbst heiß geworden. Es sah gut. Farmboy, gib zu, es sah gut aus von vorne. Direkt von vorne, ne? Das hast du gesehen an der Seite. Das sah gut aus. Kannst du klippen, Digi? Ja. Ich hab keine Ahnung, alle. Keine Ahnung. Ja, siehste, erotisch. Erotisch, habe ich noch nicht mal gesagt. Siehste, Farmboy, ne? Der Farmboy sogar rüber gestreichelt und dann. Hätte ich ihm Bier spendiert und wäre dann nach Hause gerannt. Aber es ist so. Es ist so. Wie lange hält diese Xiaomi-Box eigentlich aus, Alter? Was ist das? Ein Ei ist im Begriff zu schlüpfen. Finde ich schön. Irgendwo stand da, wie viel die Box an Power hat noch. Die war vorhin ganz kurz an der Steckdose, aber die hatte sowieso schon standardmäßig 40%. Wie heißt das Ding? Mi BT18L. 100% Akku. 100%? Das Ding läuft schon die ganze Zeit relativ laut. Und noch immer 100%. Geil. Also das Ding hält wirklich länger aus, als ich gedacht habe. Und wirklich, ich bin auch immer geflasht. Ich wusste nicht, dass aus so einem Speakern Bass kommen kann, dass überhaupt Xiaomi so eine Mini-Dinger produziert und so weiter, die man sogar so easy an baumeln lassen kann. Geil, Alter. Geil, Diggi. So, damit beende ich jetzt erstmal meinen Just. Ach so, ich wollte zeigen nochmal das Game, was ich meine. Moment. Bisschen leiser. Was gut ist. Also ich weiß schon jetzt, dass es gut ist. Deswegen kann ich sagen, dass es gut ist. Ja, aber wie geht das Band? Wenn du mir das sagst, dann muss ich nicht die Gebrauchsanweisung lesen. Ich sehe das hier. Moment, ich sehe mich nicht. Ich sehe das hier. Kamera, stell scharf, Digga. Hauptsache Adidas ist bombenscharf zu sehen, wo ich weit dahinter sitze. Unten drunter, dieser Rausschlitz, die kleine Schlaufe durchdrücken. Was? Meinst du, ich steck das hier durch das erste Loch und zieh das dann da ins zweite rein oder was?
Das geht ja wirklich. Guck mal, wenn man das da reinsteckt, dann kommt's da oben hoch. Ey, das geht wirklich krass. Guck dir das an. Ja, aber was jetzt? Was denn jetzt? Erklär mir mal. Wie kriegen das jetzt fest? Sitzel. Jetzt das ganze Band durch das Loch. Mal, willst du mich verarschen? Das Loch ist doch viel zu eng, um das da reinzubekommen, dieses Riesending. Das geht doch nicht. Wie meinst du das? Mama, sag mal, Digga. Was denn für ein Loch, Digga? Er gibt ja ein Loch. Er gibt ja ein Loch. Du meinst das Ding hier? Die Schlaufe, die sich jetzt gebildet hat? Moment. Da soll ich jetzt das Ding reinstecken. Ja, das ist ja... Jetzt kann ich draußen rumlaufen, wenn ich einen Schock bekomme. Oh, Digga, steck nochmal so. So in Berlin City denn, am Alexanderplatz in der Weltzeitenuhr. Am besten vielleicht morgen, ja. Mit dem Bimmelding. Ja, Digga, das ist ja... Also das... Diggi. Und? Alles genau gemacht. Guck dir das an. Ich muss sagen, es ist stylisch. Es ist clean, Diggi. Ja. Also, ja, das ist awesome. Awesome. Welche Technik? Kannst du das, gleiche Technik, kannst das am Rucksack machen? Muss ich üben. Und quasi da durch oder wie jetzt, Digga? Magic, Mystery, Awesomeness. Maculanium 7, der beste Stream aus Berlin. Nur hier kannst du auch was lernen. Ist so. Ja, Magic, Mystery, Awesomeness. Jetzt muss ich es nochmal zeigen. Digga. Beste, Digga. Maculanium 7. You. Magic. Mystery. Awesomeness. Der beste Stream aus Berlin, auch für Schüler. You need it. Digga, das ist als best, ich sag, die beste Kiste, die ich in meinem ganzen Leben bis jetzt bekommen habe. Es ist so, wie ich sage. Beste Kiste in meinem ganzen Leben, Digga, in meinem ganzen Leben. Ja. Und damit beenden wir das Just Chatting für heute. Gleich kommen wir zurück mit Call of Duty. Freut euch, haltet euch fest an eurer Stuhllehne, denn gleich geht's los. Shipment. Ihr wisst, it's Shipment. It's Shipment Time. Yeah.